This is a true love. This is a true love. Maria, this is a true love. Ayo, this is a true love. Ja, was ich noch zum Essen sagen wollte bezüglich, dass man gar nicht so viel auf Nährstoffe essen muss, man sich aber erstmal bewusst machen, ist meistens mehr eine Kompensation. Du kompensierst irgendwelche Dinge, die du einfach von deinen Mitmenschen oder was auch immer nicht bekommst. Verdem man einfach nur am süßes Essen, ist das nicht. Dann fehlt ihm einfach so die Liebe und versucht das irgendwie mit der Nahrung zu kompensieren, wie man auch beim Diabetiker sieht, der einfach nichts Süßes mehr verträgt, der giert halt einfach nach dem Süßen. Geht danach und ja, dann wird es ihm halt verwehrt, ne? Und so entstehen auch die Krankheiten, so kann man das dann das Ganze auch wieder geistig deuten. Und ja, oder was weiß ich, wenn man Hunger nach Salz hat, dann ist Salz die Essenz des Lebens, so ja, dann fehlt einem halt so die Essenz oder was weiß ich, oder es fehlt die Schärfe, so der Kick im Leben, so, wenn man einfach so nach diesem Schafen giert. Und Essen, ich habe oft gar keinen, also ich habe eigentlich eh kein richtiges Hungergefühl mehr. Oft ist es einfach nur so emotionaler Ausgleich, gerade in dieser hektischen Welt, wenn ich in Deutschland im Moment bin oder so, dann ist es halt immer, da ist es schon nochmal schwieriger, die Leute viel gestresster zu als in allen anderen Ländern. Woanders lebt man ein bisschen mehr im Moment einfach. Denkt nicht länger als eine Woche oder so. Und ja. Hier ist Essen oft einfach so Kompensation für mich. Also bei Hunger habe ich nicht wirklich oft so richtig. Die meisten Rohköstler sagen auch einfach, was weiß ich, wenn sie 10 Jahre Rohkost machen oder was, Normen mit Sprossen zum Beispiel, einmal am Tag essen, ein paar Sprossen, eine Handvoll Sprossen, eine Handvoll Salat, einmal am Tag, reicht völlig aus, mehr isst man. Ich esse im Moment auch einfach Früchte zweimal am Tag meistens, das war's. Bis mittags eben gar nichts und dann abends nochmal. Je nachdem, was ich eben auch mache. Und kalorientechnisch ist das Ganze zum Beispiel überhaupt nicht zu erklären. Also ich meine, ich habe früher ungefähr das Zehnfache an Kalorien wahrscheinlich gegessen. Und mache heutzutage einfach 10-mal so viel Sport. Esse dafür aber nur ein Zehntel an Kalorien. Puh, ja, wie soll es denn funktionieren? Und ja. Gewicht habe ich dann trotzdem wieder zugenommen. Also am Anfang Gewicht abgenommen, einfach durch die Entgiftung, weil der Körper im Fett einfach die Gifte einlagert. Deswegen nimmt der Körper auch einfach mal ab, wenn man fastet oder wenn man, wenn man seine Ernährung einfach auf eine gesündere umstellt. Dann hat der Körper die Kraft zum Heilen und dann nimmt er zuerst mal ab. Aber sobald er sich mal an dieses Level an Gesundheit gewöhnt hat, auf dem du gerade stehst, über Rohkost oder was weiß ich, oder mit Frühstück weglassen. Und sobald der Körper mal da die gewisse Heilung dann reingesteckt hat, dann nimmt man wieder zu, wenn der die ganzen Gifte dann wieder rausbekommen hat aus dem Fett. Und ja. Und was wollte ich noch sagen? Ja. Eben, und wenn man dann beim Essen immer auf Nährstoffe oder was achtet, so und so viel Eisen, so und so viel, was weiß ich. Es gibt Wüstenvölker, die ernähren sich nur von Datteln und Kamelmilch. Wie ist denn das nährstofftechnisch, eiweißmäßig zu erklären? Also, ja, da gehen die Theorien dann ein bisschen beiseite. Und ja, anders gesehen, die Eskimos essen nur Fleisch. Ja, so viel wichtiger erstmal einfach zu einer artgerechten, natürlichen Ernährung wieder zurückzukommen. Und ja, das was in den Regalen steht, kann man wirklich, wenn man mal ganz ehrlich drüber nachdenkt, nicht als normale Nahrung für einen Menschen bezeichnen. Kein Tier kriegt solche Krankheiten. Es gibt Studien, beziehungsweise es gibt Experimente mit Ratten, mit Mäusen. Haben sie einfach bei den Gruppen von Mäusen, wenn sie die auf eine Zivilisationskost umgestellt haben, diese Ratten, auf verarbeitete Lebensmittel und so weiter, konnte man bei den Mäusen einfach genau die gleichen Krankheiten erzeugen wie beim Menschen. Und
Aber von Tierversuchen halte ich eh nichts. Finde ich nicht gut, aber es zeigt es einfach ganz gut. Genauso wie man bei Mäusen, was hat man noch gemacht? Gibt so viele verschiedene Sachen. Die Nahrung muss einfach zu dem jeweiligen Tier passen. Eine Kuh, die frisst nur Gras, die macht da dann draus alles, was es gibt. Die Prozesse beruhen einfach auf Umwandlung. Und wenn ich Eiweiß esse, dann habe ich davon kein Eiweiß im Körper. Ja. Eine Kuh, die frisst nur Gras. Ein Stier, die essen auch ja, nur Gras. Gorillas, nur grüne Blätter, ja. Es muss einfach artgerecht sein. Und wenn ich was esse, was erhitzt ist, das muss der Körper einfach wieder loswerden. Ja. Ja, genauso bei Tieren, was hat man noch gemacht? Ja, nicht keine guten Sachen, aber ja, man hat Kälbern zum Beispiel pasteurisierte, erhitzte Milch gegeben. Die sterben halt einfach nach einer Zeit. Genauso wie wenn man Tigern erhitztes Fleisch gibt. Und auch wenn es danach wieder gekühlt ist und dann essen sie es, das Leben ist halt einfach raus. Ich weiß nicht, wie man es beschreiben soll. Wenn ein Apfel über 42 Grad erhitzt, dann wächst halt kein Baum mehr raus. Chemisch immer noch die gleiche Formel, gleiche Struktur, nur es verändert sich trotzdem was. Und ja, das hat alles Einfluss, nur weil man es noch nicht kennt. Heißt ja nicht, dass es keinen Einfluss hat. Wenn ich zum Beispiel, ja, wenn man dran denkt, Elektrizität ist auch noch nicht so lang jetzt bekannt, Magnetismus, ja, man hat es auch nicht gesehen. Ne? Es hat einen klaren Einfluss. Wenn ich die Birne da anmache, dann leuchtet das Licht. Und genauso gibt es so elektromagnetische Felder im Körper, die sich einfach eine Ausstrahlung haben, die, ja, Felder, die sich irgendwo bilden und ja, die sensible Leute irgendwie wahrnehmen können und die auch Einfluss haben. Ich meine, manche Leute, die haben einfach eine Präsenz, wenn sie in den Raum kommen, die haben eine Ausstrahlung, man sieht sofort, zack, da ist eine ganz andere Stimmung, es strahlt einfach was aus. Das ist, ja, das ist nicht einfach nur dann, es passiert so viel mehr über Dinge, die man noch nicht so entdeckt hat oder wo die Wissenschaft jetzt erst drauf kommt. Und ja, schneller kommt man drauf, wenn man es selber erfährt und wenn man das Leben lebt. Ja, also genießt das Leben, probiert aus. Ja, macht eure Fehler, lernt was draus. Fehler gibt es nicht. Peace. Links und das Video stellen diesbezüglich ein Buch, was ich zum Essen einfach, um einen Überblick über Rohkost zum Beispiel zu bekommen, ist die Rohkostrevolution von Sven Rohrhaag. Das ist ein sehr gutes Buch. Oder ja, was ich einfach gut finde, Galina Shatalova, heilkräftige Ernährung und ja, diese Lernen. Ja, in dem Buch von von Galina Shatalova steht, glaube ich, auch drin am Anfang, einfach, wenn man sich mal Tiere, das Verhältnis von ausgewachsenen, Erwachsenenalter zu Lebensspanne anschaut, ist es bei allen Tieren minimal 1 zu 10, also schwankt so zwischen 1 Zehntel zu 1 Siebzehntel. Und wenn ich Ja, also wenn ein Tier nach 10 Jahren ausgewachsen ist, dann wird es mindestens 100 Jahre alt. Ja, wenn man das mal auf den Menschen überträgt, wieso sollte der Mensch auch noch dann diese Spanne, dann dieses Verhältnis, wieso sollte das unter dem von allen Tieren liegen? Die Spanne bei den Tieren, ja, wenn man das auf den Menschen überträgt, Minimum ein Zehntel, dann wäre man einfach bei einer Lebenserwartung, wenn man davon ungefähr ausgeht. Mensch wird nach 20 Jahren ungefähr, jetzt mal ist das Gehirn völlig ausgewachsen. Ich denke mal, es ändern sich immer noch die ganzen Verbindungen. Man kann immer alles ändern, wenn man seinen Geist ändert. Aber jetzt mal rein von dieser Theorie, 20 Jahre ist der Mensch ausgewachsen, dann müsste
sie hat dann irgendwie, ich weiß nicht, was für ein Alter genommen. Auf jeden Fall kommt sie dann auf mindestens 150 Jahre. Und ja, das ist, denke ich, so ein Minimum, was ein Mensch werden sollte. Und ein Mensch, es ist auch nicht normal, dass ein Mensch irgendwelche Krankheiten bekommt. Nur Tiere, die in der zivilisierten Welt und in Umgebungen, wo der Mensch verändert hat, leben, kriegen solche Krankheiten. Normalerweise kriegen Tiere solche Krankheiten nicht, genauso wie Menschen, die sich natürlich ernähren. Die sind ihr Leben lang fit, die hüpfen noch mit 120 auf dem Feld rum, 3 Tage später sterben sie und für die ist der Tod auch nicht irgendwas Lästiges. Das gehört zum Leben dazu, die gehen völlig entspannt und ja, ich meine, andere Völker feiern auch den Tod einfach und freuen sich, dass sie, ja, die wissen einfach, dass das Leben noch weitergeht und dass es nicht mit dem Tod endet. Ja. Das sind noch lauter so Dinge, über die man nochmal drüber nachdenken sollte. Beim Essen und ja, es nicht immer so zu reduzieren. Eben. Nicht denken, ey, jetzt stopfe ich mir da irgendwie einen, ja, irgendwas Gesundes rein, dann habe ich so und so viel Gramm Eisen oder was auch immer. Und ja, die Frage ist, das wirkt doch alles zusammen. Wenn es nicht in seiner natürlichen ja, Verbindung vorkommt und so weiter, dann nehme ich das Ganze nicht auf. Dann hat wieder Vitamin C-Gehalt oder andere Sachen auf ein anderes Vitamin Einfluss, wie man das aufnimmt. Und genauso, erstmal muss ich darüber nachdenken, kaue ich überhaupt richtig? Wie esse ich denn? Wenn ich keinen Hunger habe und esse, dann schadet es mir immer. Und ja, man muss einfach richtig kauen, sonst kann man das Ganze auch gar nicht aufschließen. Es bringt nichts, sich schnell noch was reinzustopfen. Das schadet nur. Der Körper muss es wieder ausschalten, muss es wieder losbekommen. Wenn ich mir schnell noch was vorm Sport reinhaue oder was, das ist nicht richtig kau, bringt gar nichts. Außer dass es Energie verschwendet im Körper, der Körper hat keine Kraft zum Heilen, wirst er krank von. Und wenn du musst richtig kauen einfach. Wenn man nicht richtig kaut, dann braucht man sich erstmal über andere Sachen noch gar keine Gedanken machen. Das ist, ja, so die Basics müssen erstmal stimmen, wie gesagt. Na gut, jetzt langes Video wahrscheinlich geworden, aber ja, schaut euch mal an. Überlegt euch mal, ja, hinterlasst einen Kommentar, was euch noch so interessiert. Ja, ich wollte auch mal Videos über Fasten machen, über, ja, mehr über meine Ernährungsgeschichte und das Ganze. Schreibt, was euch noch mehr interessiert und ja, ich beantworte eure Fragen gerne und ja, hinterlasst einen Kommentar auf dem Video, gebt einen Daumen hoch, abonniert den Kanal und ja, peace. Bis zum nächsten Mal.